Willkommen zur F1 22 Mega Season. Wir sind in Spielberg angekommen und gestern im Sprint hatten wir einiges zu erarbeiten, aber mit einem perfekten Sprint nahezu haben wir uns einen tollen Startplatz gesichert. Wir werden vom zweiten Platz ins Rennen gehen. Hier der Bulle natürlich speziell oder eigentlich das Aushängeschild der Strecke. Und drei DRS-Zonen und ja, nur 10 Kurven mit 4,3 Kilometer machen Spielberg wirklich zu einer der schnellsten Strecken im Kalender. Abonniert den Channel gern für mehr. Morgen kommt auch das Recap und wir werden natürlich hoffentlich einiges zu besprechen haben. Gestern im Sprint ging es auch ordentlich ab. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf it's-tobi oder auch gern auf it's-gaming, auch gerne auf Instagram. Links mal unten in der Bio. Wir starten direkt mit der Startaufstellung und wir werden vom zweiten Platz starten mit einer 10. Rückstand. Ja, das ist natürlich aufs Qualifying gerechnet. Im Rennen hatten wir da, glaube ich, 6 Sekunden oder so. Hamilton und Verstappen hinter uns und die werden ordentlich Druck machen, auch Fernando Alonso und Lando Norris. Wird auf jeden Fall interessant. Checo Perez und Ocon und in der vom 9. Platz George Russell und Daniel Ricciardo. Stroll und Magnussen, die waren gestern Magnussen ein bisschen besser. Guan Yu und Tsunoda. Dann haben wir Sainz und Mick Schumacher und Latifi und Valtteri Bottas nur vom 18. Platz. Er war auch gestern sehr stabil unterwegs. Gasly und Albon starten aus der letzten Startreihe. Strafe und Strafe werden. Bei uns wird es halt auch ziemlich interessant. Wir haben nämlich einen sehr, 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 ja, wie soll ich mal sagen, überlastet Motor. Wir haben da wirklich viel Abnutzung und jetzt wird es ziemlich interessant werden. Wir starten hier in unseren Grand Prix. Die Mega-Season. Guck mal, wie schief wir hier stehen und das war ein totaler Angriff. Hier direkt. Es tut mir leid. Und da stechen wir raus. Nur leider habe ich mich für die falsche Seite entschieden. Dachte mir, vielleicht dränge ich da ein bisschen, den Ferrari von Leclerc ab, aber der hat so eine unfassbare Pace auf der Geraden. Guckt euch das mal an, wie der davon zieht. Wir waren da knapp dran beim Kurven raus beschleunigen, nur dann hat er seinen Turbo gezunden gefühlt und wir kommen da nicht dran. Ich muss natürlich auch auf die Reifen gucken, aber auch hinter mir, Lewis Hamilton, Max Verstappen, die sind halt eine Macht da hinter mir und es heißt halt hier eigentlich nur leben und vor allem überleben. Weil ich muss da wirklich richtig ackern, um vorne zu bleiben. Charles Leclerc, denke ich mal, ist eigentlich jetzt schon, wenn wir den Start ja nicht gewonnen haben, außer Reichweite. Ich würde mal sagen, P2 bzw. P3 wären eigentlich so das, was wir oder was ich mir heute vorgestellt habe. Natürlich jetzt mal ohne Lucky Ausfälle und so weiter, weil wenn einer ausfällt vorne, dann wäre das natürlich jetzt noch größer und noch luckier, aber hier greift Hamilton schon an und das in der ersten Runde, in der Jochen-Rindt-Kurve, wo man eigentlich ja nicht mal angreifen kann, richtig, und da kommt er schon richtig gut dran. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend, auch das Thema Motor wird sehr spannend, 76% und ja, der geht natürlich noch hoch und ich hoffe, dass wir nicht wieder alles zurauchen, weil das ist leider, ja, ich weiß nicht genau, ich meine, wir hatten... Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, die nächsten Tage kommt dann noch das Australien-Rennen, meine My-Team-Season. Schaut gerne oben rechts vorbei, das ist doch die Playlist. Wir waren schon in Saudi-Arabien und da in Australien wird es auf jeden Fall sehr kritisch mit dem Motor, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir sind dann Charles Leclerc dran, aber wir sind natürlich, es ist wichtig, im DRS-Fenster zu bleiben. Und guckt mal, wie schief wir hier stehen. Ich denke mal, das wäre in Wirklichkeit nicht so machbar, dass nochmal die Replay vom Starten, da kommen wir echt gut weg. Nur entscheide ich mich dann, ich wollte natürlich den saubereren Exit und den hatten wir zum Beginn nochmal, musste aber hier vom Gas, weil der richtig eine Agro-Linie gefahren ist, wirklich, ich dachte nicht, ich wusste nicht, was der da gerade so vorhat und da konnten wir auch Lewis Hamilton abdecken direkt, das war auch mein Ziel, aber Chancen hatten wir da leider nicht, ich bin dann genau zum oder zu früh aufs Gas gegangen. Jetzt haben wir DRS in der, nein, das ist noch kein DRS, Blödsinn. Wir sind aber trotzdem näher jetzt an Verstappen. Nein, doch, wir haben DRS. Wir haben natürlich DRS. Wir sind jetzt wieder näher an Leclerc dran. Aber den brauche ich halt eben, um im DRS zu bleiben. Von der Pace her können wir da eigentlich nicht mithalten. Ich will nur die Reifen ein bisschen am Leben halten. Wir haben jetzt schon 1% Motor und das in der dritten Runde. Es wird auf jeden Fall ein Hardcore-Rennen. Und Charles Leclerc natürlich, der gibt da eine ordentliche Pace vor. Guck mal, wie der da vorne zieht. Denn das in der dritten Runde. Wir müssen natürlich auch, es wird strategisch nicht viel gehen. Wir werden von Gelb auf Weiß gehen und das war's dann eigentlich. Also, natürlich alles davon abgesehen, dass alles okay oder perfekt läuft. Kein Wetterumbruch, kein DRS, kein,
kein Safety Car, kein Crash, kein Virtual Safety Car. Aber das ist leider wieder in Formel 1 22 so, dass es wieder kein Virtual Safety Car so oft gibt. Also das ist echt dumm, dass man da einfach einen Bug drin hat. Ich glaube, ich muss da einfach erhöht wählen, dass man generell mal einen Safety Car für irgendwas bekommt. Ich bin jetzt viermal Teamrennen gefahren und kein einziges Mal habe ich Safety Car bekommen. Ich habe kein einziges Mal Virtual Safety Car bekommen und das ist echt mad, also das ist echt dumm. Wir sind in der 16. Runde, ein großer Sprung. Leclerc ist weit weg und da vorne, und da zieht Max Verstappen mit so einem Agro-Überholmanöver. Das ist schon fast Brechstange würdig. Da kommt der Mad Max wieder durch und da zieht er einfach so. Ich war so perplex, dass der einfach da durchzieht. Guckt euch das mal an, wie scheiße ich hier rumfahre. Natürlich sind die Reifen durch, aber jetzt doch hier Hamilton, ne? Der sticht auch rein. Anscheinend sind die Reifen jetzt durch. Wir gehen in die Box rein. Für das entscheide ich sich auch Max Verstappen. Wir gehen jetzt gleichzeitig rein. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, weil wenn ich in der Runde früher reagiert hätte darauf. Gucken wir mal. Schaffen wir immerhin grün? Und das ist sogar Purple, das ist lila und das ist natürlich perfekt. Aber ich glaube nicht, dass wir da diesen halbe Sekunden Abstand, nein, leider nicht. Hat nicht ganz gereicht, Leclerc war auch in der Box drin. Vielleicht bleiben sie irgendwie im Verkehr stecken, aber wir sind ja nur Fünfter, also da ist nur einer durchgerutscht. Vielleicht kann mein Teamkollege, nein, das ist Esteban Ocon, vielleicht kann Esteban Ocon ein bisschen was machen, dass wir dann Max Verstappen ganz knapp dran kommen. Das wäre natürlich cool. Reden wir noch ein bisschen über den Sprint gestern. Es gab natürlich eine heikle Sache beim Start gerade zwischen Gasly und Hamilton und ich weiß nicht genau, wer außen war. Albon war außen, genau. Und da wurde Hamilton ein bisschen gesandwiched. Gasly hat ein bisschen das Fliegen gelernt. Das war natürlich jetzt suboptimal, aber war natürlich eine Rennkollision. Auch bei Sebastian Vettel hat abseits der Strecke ein bisschen für Aufregung gesorgt. Er hat das Fahrer-Briefing, Meeting und so weiter. Da wurde über manche Entscheidungen gesprochen, die einfach viel zu spät kommen von der FIA und so. Und da hat einfach frühzeitig das die Besprechung verlassen und das darf man halt eben nicht als Fahrer und hat dafür 25.000 Euro Geldstrafe bekommen. Das ist natürlich eine Batzensumme. Ich denke mal, ihm wird es jetzt nicht wehtun, aber trotzdem ist es echt blöd gelaufen. Auch vorne, Max Verstappen hat zwar beim Start ein paar Probleme gehabt, hat dann aber, ja, sich mit Leclerc ja gewusst zu verteidigen, ganz knapp, dass man von Abdecken, also es war schon ein hartes Abdecken, aber es war noch okay. So, hier kommen wir mal an Verstappen vorbei und bekommen auch das DRS, aber guckt euch die Pace an, guckt rechts hin, das ist ein Wahnsinn, wie schnell der ist, ohne DRS, und jetzt verbremst er sich hier, nur ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Er zieht dann nämlich trotzdem vor meinem Auto vorbei, nächster Versuch. Runde Nummer 25. Wie gesagt, die Ferrari hatten dann auch mit sich beschäftigt. Sainz war zwischenzeitlich schneller wie Leclerc. Der wurde aber dann wieder von Leclerc überholt und das hat natürlich Leclerc da mehr oder hat halt Verstappen da vorne ordentlich geholfen. Der war dann zwischenzeitlich 3 Sekunden weg. Wurde dann aber am Ende mit Reifenproblemen wieder eingeholt und ja, da merke ich viel zu spät, dass das DRS noch nicht on ist. Und ja, das ist halt dumm. Wir können aktuell noch die Pace mithalten. Ich denke mal, unsere Reifen werden ein bisschen früher eingehen. Auch wenn wir natürlich die gleichen in der gleichen Runde der Box waren, denke ich mal trotzdem, dass unsere Reifen hier nicht lange genug halten können oder ich nicht lang genug die Pace aufrecht halten kann. Das Problem ist natürlich auch, dass unser Motor lidiert ist. Ich denke mal, wenn wir einen guten Motor hätten, dann würden wir schaffen, auch mitzuhalten, aber so ist es leider, dass wir da Verstappen ziehen lassen müssen mit 3 Sekunden jetzt schon Vorsprung. Verstappen 6, es ist nicht viel. Ich habe auch zuerst überlegt, noch einen Stop für die schnellste Rennrunde, hat nicht ganz gereicht. Hamilton ist 2 Sekunden hinten, 25 hätten für Norris gereicht, aber es ist immerhin der dritte Platz und ich denke mal, das war auch das Maximum heute. Mehr wäre da bei Gott nicht drin gewesen. Dritter Platz ist eigentlich sehr stabil. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Nächstes Mal neuer Motor und dann wird angegriffen in Frankreich. Nächste Woche schon in Le Castelli. Morgen werden wir auf jeden Fall ein bisschen drüber reden, was alles im Rennen abging. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein spannender Fight zwischen den Ferraris und den Red Bulls. Und der war auch heute da, wenn wir da nicht vorn gewesen wären. Charles Leclerc gewinnt das Rennen. Ist das schon ein Vorgeschmack auf das heutige Rennen? Ich bin sehr gespannt. Was denkt ihr? Wer gewinnt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Leclerc kann sich auf jeden Fall freuen. Gut gefahren und vor allem unantastbar. Der war wirklich in einem anderen Universum da heute. Wir hatten da einfach keine Chance. Das ist leider, leider, leider so. Gucken wir uns auch mal die Siegerehrung an. Ich bin
ja, gespannt, wie wir aussehen. Ich habe mir einen neuen Charakter zugelegt. Den alten, den wir hatten, den gibt es leider nicht mehr in Formel 1 22. Deswegen, ich dachte, man bringt manchmal mehr rein, aber die Formel 1 hat es wirklich, oder EA hat es geschafft, weniger Charaktere reinzubringen. Da war gerade ein Frosch im Hals, sorry. Und rechts sind wir mit der Charles Leclerc gewinnt. Ich denke mal, das wird in Spielwerk auch knapp an sich gehen. Mein Renntipp auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt aufs Rennen. Ich bin hyped aufs Rennen auf jeden Fall. Und mein Renntipp ist, ich denke mal, dass Verstappen das Ganze machen wird. Der hat eine ordentliche Pace hier. Die haben, glaube ich, auch das bessere Paket. Auch wenn, na, ich weiß nicht genau. Besseres Paket würde ich jetzt nicht sagen. Den Schuh möchte ich jetzt keinem anziehen. Ich denke mal, die haben ein ähnlich gutes Paket. Und deswegen wird es auch so knapp werden. Ein Fehler, ein strategischer Fehler. Man hat natürlich bei Ferrari die Strategiezange mit beiden Autos vorne. Perez müsste einen guten Start erwischen, wäre dann auch vorne Vierter vielleicht. Aber der Start von 5, glaube ich, oder? Ja, Russell wird er wahrscheinlich schnupfen, denke ich mal. Das ist nicht die Mercedes-Strecke. Bouncing ist zwar auch kein Thema mehr bei Mercedes, aber ich denke mal, Mercedes hat morgen dann nichts mitzureden. Die werden vielleicht noch mit Ocon kämpfen, eventuell mit Checo, wenn der mit dem Start ein bisschen verkackt oder so. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich denke, das Rennen für sich entscheiden wird. Verstappen ganz, ganz knapp vor Sainz. Und ich denke mal, Sainz wird wieder groß auftrumpfen. Der hat auch noch die große Brust von Silverstone. Ich denke mal, Verstappen, Sainz. Und man wird wieder alles machen bei Ferrari, um Leclerc da das Rennen kaputt zu machen. Es ist kein Hate gegen Ferrari, aber die haben es mit der Strategie noch nicht ganz und noch nicht ganz verstanden, dass Leclerc um die WM fährt und halt nicht Sainz. Deswegen denke ich mal, es wird Verstappen gewinnen, Sainz wird Zweiter und auf dem dritten Platz sehen wir George Russell. Schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare, schaut auch gerne auf itz-tobi auf TikTok vorbei. Auch gerne Links, wie immer natürlich, alle unten in der Bio und abonniert den Channel gerne kostenlos. Morgen oder übermorgen kommt dann das Recap zum Rennen und hoffentlich auch bald die Team Season. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.